Hey Leute, bevor wir weitermachen, wollte ich euch noch kurz den super mega dreifach Hypersprung zeigen. Achtung, ihr müsst mit Wolken Luigi auf diesen kleinen Planeten der Tots drauf und hui. Oh yeah, yeah. Und jetzt am besten noch auf den Tot drauf, komm, das schaffst du. Ah, drüber sogar. Egal. So, jetzt können wir endlich mal weitermachen. Bis den grünen Stern, wir sind beim beim letzten Mal in Welt 1 stehen geblieben und können nun weitermachen. Ja, wir waren in der Wattewolkengalaxie und haben dort den ersten Grünstern gesammelt, der sich gleich über uns befand. So, mal sehen, ob die zwei anderen Kometensterne, die Grünsterne, besser versteckt sind. Wollen wir doch mal den Vorspann gucken. Da sieht man leider nicht sehr viel. Ja, okay, doch, den hatten wir ja schon mal gesichtet, den da hinten. Aber das dürfte auf jeden Fall der dritte Grünstern sein. Ah, der Patch fängt schon versprecherisch an. Ja, versprecherisch. Meine neue Wortschöpfung hier. So. Ja, ich weiß, wie man eine Wolke macht. Das brauche ich nicht erklärt bekommen. Ich glaube, hier war irgendwo eine. So. Ich höre es auch schon wieder glitzern. Aber ich meine, hier oben war eine. Ich sehe ihn nur leider nicht. Ich gehe mal auf gut Glück nach oben. Aber ich meine, hier an der Wand wäre was. Oh oh. Nein! Wow, das war knapp. Das wäre jetzt irgendwie peinlich gewesen, wäre ich hier gestorben. Aber was soll's. So, vielleicht soll ich mir eine neue Wolke holen und dann nochmal vom Berg darüber gucken. Das wäre natürlich auch eine gute Möglichkeit. Och nee, ihr schon wieder. So, aber euch kann ich chillig killen. So, kann ich nicht die Kamera drehen? Oha, ich wusste es doch. Warte, noch eine neue Wolke. Ich habe nur 2 von 3. So. Das war jetzt mega schlau, oder? So. Da ist er. Dun, 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 dun. Ja, damit hätten wir auch schon den ersten Grünstern im Petto. So, und den dritten haben wir ja auch schon gesehen. Das ist ja schön und optimal. So, Spiel gespeichert und weiter geht's. Bam! So, Wattewolken-Galaxie. So, jetzt drücke ich den Vorspann doch mal weg. Wenn es nicht so lange dauern würde. Ich könnte es natürlich auch so machen, dass ich hier die Zeit zwischen den Sternen, also wo wir zurück aufs Raumschiff kommen und dann nochmal zur Galaxie fliegen müssen und was weiß ich nicht alles machen müssen, kurz rausschneiden. Wenn ihr das wünscht, dann schreibt es in die Kommentare. Dann wäre der Part schon mal kürzer und wir würden nicht unnötig, ja okay, unnötig, ja doch. Ohne sich Zeit verschwenden. Schreibt's in die Kommentare, ob ihr es wollt oder nicht. So. Gehen wir einmal darüber. Und. So. Direkt in den Sternenring. Ach, Sternenteile. Ich brauche Sternenteile. Ach, schade. Warte. Ach, die Schattenmarios kommen schon, auch wenn ich gar nicht auf dem Boden war. Das wusste ich gar nicht. So, hier die Sternringteile. Ja, die Sternringteile, nicht die Sternteile sammeln. Ah, ja, aber jetzt die Sternteile sammeln. So. So, fliegen wir doch mal weiter. So, da habe ich ein paar erwischt. Ah, dieser wundervolle Planet. So. Nochmal die Wolke.
Dann gehe ich einmal hier hoch. Aua. Und werde gleich wieder runtergeschubst. Das hat die Piranha geschickt angestellt, als ich direkt an der Kante war, hat die zugeschnappt. Aber diesmal lasse ich mich nicht überlüsten. So, einmal eine neue Wolke, neues Glück. So, einmal die Schaukel hier benutzen. Ah, so eine Schaukel will ich auch haben. Im Garten. Ja, und am besten im Garten auch noch solche Bäume, wo man hier so oben drauf kann, ne? Das wäre die Traumvorstellung. Ach, jetzt kommt wieder der Suchtrupp Todd. Ja, wir wissen, dass der Wanderaffe besser ist als du. So. Und jo, und da vorne ist er. Kommen wir da hin? Ich weiß nicht, ob wir jetzt runterrutschen von dem Berg. Aber wir kommen da auch so hin. Oder nein, nein, nein. Wieso, wieso, nein. Komm, rette dich irgendwie. Ach, fuck. Hä, wir sterben gar nicht. Doch jetzt. Ah. Oh, wo war der letzte Speicherpunkt? Ah, oh, hier. Naja. Egal. Boah, der hat unsere Wolke ganz dreist kaputt gemacht. So. So, also beim nächsten Mal merken wir uns, nicht zu voreilig auf den Berg zu gehen und anstelle von 2, 3 Wolken mitzunehmen. That would be nützlich. Useful. Ja, ach komm. Jetzt laber bitte nicht. Oh. So. Einmal hier zur nächsten Wolke. So. So, jetzt haben wir aber 3 Wolken. Jetzt muss es eigentlich klappen und wir sind ja auch schon so weiter oben auf dem Berg. So, jetzt sind wir eigentlich abgesichert. Ach du Scheiße. Naja. Ich muss hier nur runter. Ja. Dun, 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 dun. Bam. Ja, das war die Beatbox-Version von dem Grünstern-Theme. Naja. So, auch die Galaxie hätten wir dann komplett. Ach, da fällt mir wieder ein ungewolltes Thema ein. Ich habe ja im letzten Part schon gesagt, dass ich kein Thema vorbereitet habe und das habe ich diesmal auch nicht gemacht, aber jetzt fällt mir doch was ein. Scheiße, jetzt habe ich es vergessen. Okay. Ihr könnt mich jetzt vielleicht verrückt halten, aber ich habe es wirklich vergessen. Warte nochmal genau nachdenken. Ach ja, ja, jetzt weiß ich es wieder. Und zwar werden eigentlich auch für die Grünsteine Gastkommentatoren sehr geeignet, würde ich finden. Ja, es gibt da schon 1, 2 Leute, die ich mal gerne in einem Part dabei haben möchte. Also jetzt keine großen, da müsst ihr euch jetzt keine Hoffnung machen. Das geht natürlich nicht, aber ja, ein paar kleinere Let's Player, also mit klein meine ich so groß wie wir, die könnten wir vielleicht mal als Gast reinholen. Das wäre eigentlich ziemlich cool, würde ich sagen. Aber leider geht das noch nicht, denn unser Computer. Ich weiß nicht wie, aber irgendwie kann ich keine Skype-Anrufe aufnehmen. Also ich glaube, mit Windows 7 ist das deutlich einfacher. Es ist auch genau wie bei Emulator-Spielen, ne? Also ich würde liebend gern ein paar Spiele auf den Emulatoren Let's Playen. Nur können wir mit unserem PC entweder den Ingame-Sound aufnehmen oder eben hier unsere Stimme. Aber beides zusammen, das geht irgendwie nicht. Ups. Hä, wie kommt man da nochmal weiter? Ich habe es auch schon ausprobiert, also auch wenn man es so macht, dass man zum Beispiel beim Aufnahmeprogramm nur Ingame-Sound aufnehmen will und zum Beispiel bei Audacity nur das Mikrofon haben will, sobald man auf den komischen Aufnahmeknopf drückt. Oh, scheiße, ey. Hä?
Sobald man auf den Aufnahmeknopf drückt, verwandeln sich beide in Ingame-Sound oder Mikrofon. Also wird jeweils nur eine Sache aufgenommen. Und das kann eigentlich nur am PC liegen, denn... Ja, denn ja, keine Ahnung. Weil Baum, wie man so schön sagt. So, ja, ich weiß, wie man weiterkommt. Da oben ist natürlich der Schalter, der die Schwerkraft umdreht. Upsala. Oh. Falls ihr auch LP-Vorschläge an uns habt, dann könnt ihr die in den Kommentaren oder als persönliche Nachricht oder keine Ahnung was noch verfassen. Wir sehen das schon. Also lasst eurer Fantasie freien Lauf. Bald werden wir einen besseren PC haben. Ja, okay. Kein neuer PC, aber aufgerüstet. Und dann wird das alles schön möglich sein. Also, ihr könnt euch irgendwas von Nintendo aussuchen, wenn ihr wollt. Von einer beliebigen Konsole. Es gibt ja für alles schöne Emulatoren auf dem PC. Ja, und dann freue ich mich schon auf eure Vorschläge. So. Bam. So, so. So, wieder alle Kisten zerstören, ja. Aber wir haben immer noch nicht den ersten Grünstern, ne? Aber ich höre ihn jetzt. Ich höre ihn jetzt. Ah, Gumba. Ah. Da vorne ist er. Hier oben. Hä, wie komme ich da ran? Jetzt mit Weitsprung? Dann warte erstmal die Feuerblume weg. Dann kann ich den Schüttelsprung machen. Oder muss ich das von hier unten machen? Hey, ich kann nicht nach vorne oder hinten lenken. Das heißt, ich kann hier keinen Wandsprung ausführen. Dann muss es ja irgendwie von... Ah, ich habe eine Idee. Wartet, wartet. Nein. Jetzt kommen wir nicht da drauf, oder was? Nee, geht nicht. Komm. Ach, so schwer kann das doch jetzt nicht sein. Jetzt hätte ich... Boah, ey. Komm doch. Hallo. Gibt's doch jetzt nicht, dass wir daran scheitern. Ah, Manu. Jetzt komm doch endlich. Nein. Wartet. So. Mann. Vielleicht früher schütteln oder so? Ach. Es klappt alles nicht. Oh, das war knapp, Alter. Mann. Ich bin einfach zu dumm. Was ich auch hasse, wenn wenn andere YouTuber irgendwie so so Daumen hoch und Abo betteln machen, also nicht betteln im Sinne von Kampf, sondern betteln, ja, wie der Penner auf der Straße. Und dann zum Beispiel sagen Daumen hoch für, dass wir so viel Sterne gesammelt haben, nee, keine Ahnung. Oh, das hasse ich so sehr. Und wenn die dann noch betteln oder einfach sagen am Ende Daumen hoch. Vielleicht könnte ich schon wieder erstmal eine kurze fast am Anschlag, ey. Ich meine, wenn die wirklich sagen wollen, ja, wenn ihr mich unterstützen wollt, dann gebt einen Daumen hoch. Oder sagen, falls es euch gefallen hat, könnt ihr einen Daumen hoch hinterlassen oder irgendwie sowas. Dann ist es ja okay. Aber wenn die dann sagen, Daumen hoch dafür, dass wir so viel, keine Ahnung, was gemacht haben oder was weiß ich. Also solche Leute kann ich irgendwie nicht ausstehen. Also wenn die ja auch sagen, hinterlasst bitte eine Bewertung, das mache ich ja selber oft. Wow, was war das Geiles. Und ja, ich habe auch schon selber sowas gesagt, was ich selbst nicht ausstehen kann, aber ich finde es einfach trotzdem scheiße. So, jetzt einmal. Aua. Einmal über dich drüber. Hat nicht ganz geklappt. So. Ah, das könnte jetzt ein bisschen eintönig werden, habe ich so ein Gefühl.
dass wir auch noch mal die lange Galaxie noch mal ganz von vorne machen. So. Ach, Mist. So. Fall bloß nicht hoch. Es sieht gefährlich aus. Ja, hochfallen, genau. Ja, ich versuche nochmal hier runter zu gehen. Ja, so klappt das auch großartig. Und hier drauf. Yeah, jetzt ist alles chilliger, oder? Ja, jetzt können wir unten durch. Ach so, holt man die Kometenmünze eigentlich? Geile Sache. So, einmal die Blume. Vielen Dank für die Blume. So. Ach. Wieder diese Motion-Steuerung. Immer reagiert sie nicht. So. Das Einzige, wo ich die Motion-Steuerung gut finde, ist bei Mario Kart. Also, ich meine jetzt nicht das mit dem Wii-Wheel, das ist scheußlich. Aber zum Beispiel mit dem Nunchuk, ich spiele ja mit dem Nunchuk. Da klappt es immer großartig mit dem Wheelie und alles ist immer Paletti. Ich würde ja auch gerne mit dem GameCube-Controller oder was das eh nicht für Retro-Controller oder was auch immer man da nehmen kann, spielen. Aber irgendwie bin ich dazu zu schlecht dazu, diese Tricks und die Wheelies zu machen mit diesem komischen Steuerkreuz, weil ich irgendwie nicht so viele Knöpfe gleichzeitig drücken kann. Und ach, scheiße. Wir sind am Stern vorbei. Hallo? Na, ich zerstöre das lieber. Ich dachte, ich könnte da drauf springen, aber das stört nur. So, klappt es auch. Dun, 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 dun. Badabam. Ach ja, wer es immer noch nicht mitbekommen hat, ich sage jetzt nochmal, also ihr könnt, wenn ihr wollt, meinen Mario Kart Freundescode haben. Der steht auf unter anderem auch auf unserem Kanal, also auf der Kanalbeschreibung. Ja, und dann schickt ihr euren Freundescode einfach als persönliche Nachricht oder als Kommentar. Wir werden es auf jeden Fall sehen und dann können wir gegeneinander zocken. Auch wenn ich jetzt schon etwas länger nicht mehr Mario Kart gespielt habe. Keine Ahnung wieso. Vor ein paar Wochen war ich dann noch auf einmal übelst der Suchti. Keine Ahnung wieso. Aber es ist einfach so gewesen. Und ja, also wenn ihr interessiert seid, dann guckt auf unseren Kanal, auf die Beschreibung und schreibt uns euren Freundescode. Und bam! So. Aha, ja, ich weiß wie. Ich weiß einen Grünstern. Aber irgendwie habe ich heute das Sprechen verlernt, aber was soll's? Nee, wow. Nein, nein. Geh drüber. Warte, hier konnte man. Irgendwie konnte man hier oben auf die Mauer. Ich weiß. Oh, war das blöd. Naja, dazu sage ich mir nichts, aber das war lame. So. So, einmal hier drauf. Man kommt doch bestimmt von hier. Da oben drauf. Ach nein, die wollte ich nicht. Ja, yes. Ja, und da ist der Grünstern. Den fand ich so mies versteckt, ne? Aber irgendwann habe ich es richtig herausgefunden und dann war ich glücklich. Und dann war alles geil. So. So, ich guck nochmal auf die Länge des Parts. Oh, da haben wir noch genügend Zeit übrig. Also die erste Welt werden wir definitiv abschließen. Ist ja nur noch ein Grünstern. Ja, vielleicht auch noch ein bisschen in der zweiten Welt machen, wer weiß. Also ich würde doch schon sagen, dass wir ziemlich schnell mit dem LP hier rumkommen. Also nicht, dass ich euch irgendwie, dass ich mich irgendwie selbst hier dazu dränge, da schnell zu Ende zu bekommen, aber ich kenne wirklich Leute, die
Also, ich kenne eigentlich nur einen, aber diese Person hat bei Galaxy irgendwie, ist er gerade bei 70 oder 80 Parts. Total komisch. Und der ist auch gerade mitten bei der Grünsternsammlung und noch nicht fertig. Also, wenn man so viele Parts haben kann, weiß ich auch nicht. Und das ist ja nicht mal so, dass sie kurz sind irgendwie. Es gibt ja manche Let's Player, die machen so 10 Minuten Parts. Oh, das kann ich selber nicht ausstehen. Ich mach's selber lieber längere Parts, weil ich mit euch fühle. Ich kenne das, wenn da so ein geiler Let's Player ist und dann ist es nach 9 Minuten schon vorbei und dann ist es so. Es ist so traurig, Dramatik pur. Nein, Spaß, aber längere Parts sind doch viel besser. Da werdet ihr mir wahrscheinlich recht geben. So. Vor allen Dingen die Partnerkanäle, die machen das extra so, dass sie total kurze Videos machen, damit die mehr Klicks bekommen. Ich meine, wir sind ja sowieso kein YouTube-Partner. Bei uns wäre das ja eh egal. Ich weiß auch nicht, ob wir irgendwann YouTube-Partner werden. Keine Ahnung. Also hier, der war doch da. Ja, da ist da hinten der Stern. Ja. Ja, und die splitten halt ihr ganzes LP in hunderten von Parts. Nur damit sie viel Kohle machen können. Und die armen Abonnenten müssen darunter leiden. Oh mein Gott. Okay, man kann das natürlich ein bisschen zu dramatisieren, so wie ich gerade. Aber ihr wisst bestimmt, was ich meine. Und wir können in Welt 2 aufbrechen. Yay! Puzzleplanken-Galaxie. So, ab jetzt weiß ich, glaube ich, gar nicht mehr, wo die grünen Sterne sind. Bam. Aber um nochmal mit der Sache zu dem in viele Parts splitten zurückzukommen. Ich bin ja mal gespannt. Also bald fängt ja ein sehr bekannter Let's Player. Okay, ich sag's einfach mal, Geilkind. Ja, es ist mein Lieblings-Let's Player. Er ist so geil. Kind. Nein, Spaß. Und der macht ja auch bald Super Mario Galaxy 2. Und ich bin mal gespannt, wie viele Parts der dafür braucht. So, hier einmal müssen wir hier auf den Block. Also daran konnte ich mich jetzt doch erinnern. Boah. Hab ja eigentlich gerade gesagt, oh, ich weiß jetzt überhaupt nicht mehr, wo Grünsterne sind. Aber den wusste ich tatsächlich noch. So, mach hin, Luigi. Oh. So. Dann machen wir mal weiter. So, nochmal auf die Zeit gucken. Ich kann das irgendwie beim Let's Playing gar nicht einschätzen, denn keine Ahnung, das macht irgendwie so einen Spaß, da will man die ganze Zeit einfach nur weiterspielen. Oft, da geht es mir auch so, dass man auf ein Spiel eigentlich gar keinen Bock mehr hat, das einfach so privat zu spielen. Aber wenn man Let's Playt, dann ist es auch immer total anders und man hat übelst Bock. Also, ah, ich weiß auch nicht wieso. Das ist, also meine Vermutung ist so, dass Let's Playen so ist, als würde man das Spiel mit seinem Freund spielen. Keine Ahnung, man redet ja so miteinander und beim Let's Play redet man zwar eigentlich mit sich selbst, aber irgendwie hat man das Gefühl, dass da noch jemand dabei ist. Und dann macht es einfach mehr Bock. Warte, hier gibt es auch eine Abkürzung. Ja, ich habe mir ein ganzes Galaxy 2 Abkürzungsvideo angeguckt. Von wem das war, weiß ich jetzt gerade nicht. Ich glaube LP Twister oder so. Keine Ahnung, ob ihr den kennt. Und ah, Grünstern. Nein. Okay, den haben wir verkackt, oder? Da kommen wir jetzt nicht mehr dran. Shit. Aber... Da ist noch ein Grünstern. Dann werden wir eben den holen. So. Ah. Schon fast ohne den Wandsprung hier raufgekommen. Geht aber, glaube ich, gar nicht. Aber eben fast. So, ein Grünstern. Da unten. Der ist unter der Plattform. Wirklich unter der Plattform? Hä? Wie sollen wir dran kommen? Ach so. Warte, vielleicht fallen lassen.
Da! Dun, 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 dun. So, jetzt haben wir zwar den dritten grünen Stern geholt, aber ich denke, das ist jetzt nicht allzu schlimm. So. Dann holen wir eben jetzt den zweiten. So, 140 schon. Wir haben schon 20 Sterne, seitdem wir das Spiel durch normal durchgemacht haben. Also sozusagen 20 Grünsterne. Ah, Moment. Das ist diese komische Galaxie, wo die Grünsterne sehr schwer versteckt sind. Die hatte ich ja mit der Bröselbrock-Galaxie verwechselt. Aber kann vorkommen, die sind ja beide sehr erdig, diese Galaxien. So, Grünstern Nummer 2, die schnappen wir jetzt. Also da muss man sich ein bisschen beeilen und ich glaube irgendwie ein Rückwärtssalto oder so vor dieser Planke machen und dann einen schönen Wandsprung machen und dann wird das schon was. So, diese lieben Wiggler hier. Oh, bam. Einfach mal zerquetscht. Obwohl sie mir gar nichts getan haben. Also Luigi, das geht wirklich nicht. Wir zeigen dich wegen Tiermassenmord an. Nein, Spaß. Auf jeden Fall jetzt ganz schnell dorthin. Und so, und nein, nein. Oder wartet, kann man von hier aus? Ich glaube nicht. Doch! Yes! Ich glaube, da habe ich sogar ein bisschen improvisiert, denn ich habe eigentlich noch keinen gesehen, der das auf meine Art hier gemacht hat, sondern immer nur dann Wandsprung gemacht hat. Ich weiß nicht, wahrscheinlich wisst ihr es ja sowieso besser. So, 141. Einen machen wir noch in diesem Part. Denn ich habe Bock drauf. So, dann wollen wir da nochmal Riesenwasserfall-Galaxie. Nee, ich mache jetzt mal die Bröselbrock-Galaxie. So, Grünstern Nummer 1. Ich weiß jetzt nicht mehr, wo die Grünsterne sind, aber sie waren fies. Das weiß ich. Man hat schon im Vorspann was gehört. Vielleicht ist auf diesem Planeten ja ein Grünstern. Vielleicht sollten wir uns erstmal auf dem ersten Planeten umsehen. Das hätte ich auch bei den anderen machen sollen. Wahrscheinlich dort oben, oder? Nee. Aha! Da oben auf der Brücke. Ach, wartet, müssen wir da... Kann man da Wandsprünge machen? Tatsächlich. Warte. Was ist... So, und ja, das geht relativ gut. Ach, oder auch nicht. Und... Ach, ich komme ja irgendwie nicht hoch. Der will sich immer an der falschen Wand hier festhalten, der Luigi. Nee, immer wenn ich schüttel, dann geht er weiter runter. Ich mache jetzt mal ohne Schütteln. Es geht zwar sehr langsam, aber wir kommen voran und bam und ja. Yeah, und gleich hast du es geschafft, Luigi, und yeah. Oh! Hä, Moment mal, ich habe da vorne noch einen gesehen. Hinter der Rampe. Mann! So geht's. Ein Stück von dem Blech weg. Mann, wir müssen da irgendwie hochkommen. So. Ach. Fieg dich doch. Komm einfach. Ja. Okay. Seht ihr da vorne? Da glitzert auch was. Da an der Rampe. Oh oh. Ich hab Angst. Nein! Luigi, pass auf dich. Ja, halt dich fest. Oh yeah. So. Dann haben wir auch diesen Part gemeistert, sage ich mal. Danke fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Bis dann, yeah.
Mhm, mhm, mhm.